Wilbola verliert das Bulli und Brodin schießt seinen ersten Treffer in dieser Saison. Brodin, der Schwede, der schon etwas kritisiert wurde, weil er einfach das Tor nicht trifft. Jetzt ist's soweit. Erster Treffer für Daniel Brodin. Vilpula verliert gegen Dearne das Bulli und Brodin zieht sofort ab am oberen Bullikreis. Keine Chance für Deklu. Dearne, der Bulli-König. Jörg. Dann fällt der Treffer durch Mauro Jörg. Mauro Jörg mit seinem ersten Tor, auch er in dieser Saison. Die mitgereisten Freiburger Fans freuen sich. Dreimal hat er den entscheidenden Pass bisher gegeben und Jörg mit dem Breakaway und dem Treffer. Sonst vor allem für seine defensiven Arbeitsfähigkeiten hier in Freiburg gelobt. Gibt dem Park eine Chance ins Tor zu gehen und dann erwischt er hier Deklu. Zum 0. Und dann fällt der dritte Treffer durch Dave Sutter. Und auch das ist eine Premiere. Denn bisher hat kein einziger Verteidiger bei den Freiburgern getroffen in dieser Saison. Gottenau, das einzige Team, das noch keinen Verteidigertreffer auf dem Konto hatte. Wieder Bulli-Gewinn. Bulli-Gewinn an die blaue Linie. Sutter zieht ab und dann ist die Scheibe drin. Auch für ihn persönlich logischerweise erster Saisontreffer und damit das 3:0. Ja, jetzt lohnt es sich im Stau gestanden. Finne, Tömmernes, der Schwede wartet an der blauen Linie, wieder Vilpula. Winnick würde gerne einschießen, aber Vilpula macht es dann selber. 63 Sekunden vor Schluss des ersten Drittels fällt der erste Treffer für Genf Servette. In Überzahl durch ihn, durch Valtteri Vilpula. Und das ist sein 7. Scorepunkt in dieser Saison. Keine Chance für Berra, der sieht nichts. Miranda steht direkt vor ihm. Und Vilpula, der schon mal den Pfosten traf in diesem zweiten Drittel, schießt hier zum